Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Ingolstadt Spielzubehör Session 5, Folge 2 mit Arabien. Wir haben in der letzten Folge eine Flotte gebaut. Jetzt bin ich auf A gekommen. Sollst du gar nicht. Zwei Trieren, die den Handelsweg nach Budapest beschützen. Wir werden die reichste Nation der Welt, sage ich euch. Wir müssen uns langsam Gedanken darüber machen, eine zweite Stadt zu gründen. Und da bildet es sich doch an, die hier hin zu pflanzen, wenn ihr mich fragt. Wir haben in der Nähe einen Berg. Wir haben die Schafe. Wir können auf die beiden Fische zugreifen. Wir haben hier quasi das Monopol über diesen See. Mekka ist da uneinnehmbar quasi. Zur Seeseite. Müssen nur gucken, dass diese große Landungsmöglichkeit hier oben dann geschützt ist. Wir haben Gold, wir haben Bananen, also wir haben keine neuen Luxusgüter, die werden wir bekommen, wenn wir hier vielleicht noch, oh, diese Bucht, das wäre gut. Schafe, Fisch und Elfenbein, weit genug weg von Mekka, dass man sich allzu sehr in die Nähe kommt. Und auch wieder am Berg, das heißt Wissenschaft ist auch garantiert. Und dann hätten wir doch schon mal drei. Nummer vier wäre gegebenenfalls hier unten nicht, das finde ich zu nah. Bei Budapest reicht es bis hierhin. Dann wäre die Frage, ob man tatsächlich hier eine Stadt gründet, um diese Durchfahrt zu gewährleisten. Wir nehmen das Gold noch mit, wir haben die Fische, sonst ist wirklich viel, aber wir haben Zugang zu dieser See. Und von dort aus können wir Bratislava und Singapur ansteuern mit unseren Frachtern. Weil von Mekka aus bleiben uns nicht viele, ja, von den anderen Städten, die wir hier gründen, werden uns nicht viele Möglichkeiten bleiben. Wenn wir hier, wie gesagt, noch eine gründen, dann werden die Frachter schon noch hier weiter herkommen. Aber Mekka ist relativ beschränkt und als Hauptstadt willst du natürlich das so weit die Frachter schippern lassen, wie es möglich ist. Aber Mekka können wir ja auch nochmal mit einer Karawane ausstatten. Das wäre dann nach dem nächsten Frachter auch möglich, um nach Cusco zu schippern. Was wir noch gar nicht gemacht haben, sorry dafür. Religion fällt schon wieder hinten runter. Handel ist dann doch mein Go-To. Wow, Go-To, Wow-To. Von daher tut es mir leid, wenn ihr euch diesmal was anderes auftappt. Aber wir haben auch einmal, haben wir nicht einmal einen Religionssieg errungen? Kann mich nicht mehr erinnern. Wir bauen die Bauernhöfe hier, wo es nur geht. Und ich würde mit meinem Krieger auch direkt hier hin wollen. Und hier entdecken wir keine Galeere. Okay. Und hier ist ja auch nicht. Und hier werden sie mal auch sicher vor Bogenschützen angegriffen. Ja, perfekt eigentlich. Da ist sie. Können wir nicht sagen, wir gehen ums Eck. Und wir machen hier zu, dann können wir uns, na gut, wenn er, ah, jetzt bin ich wieder in Angriffsweite. Der Bogenschütze hier kann schon Galeeren bauen, so ist es nicht. Wir brauchen Fernkampfeinheiten, die wassern können, um sie hier hinzustellen. Ja gut, das ist ein Geben und Nehmen, ne? Um wassern kannst du noch nicht, können wir das nicht, wann können wir das denn? Erst mit der Optik. Dauert noch ein bisschen. Wir greifen an. Wir sind hier im Vorteil und holen dich zur Verstärkung. Dann gewinnen wir unseren ersten Seekampf. Das ist doch gut. Und er möchte sich auf den Weg machen und verschwindet einfach dahin, wo wir ihn nicht angreifen können. Nun gut. Wir entdecken mehr von der Karte. Was soll ich mit dir machen? Wassern. Ja, erstmal nicht. Er kann hier angreifen. Wir schneiden ihm den Weg hier oben ab. Wenn er hier entlang fährt, werden wir ihn hier wieder antreffen. Und können unseren ersten Seekampf gewinnen. Frag mich, was für ein Kampf? Einfach einen Seekampf. Gehen wir runter. Wir kümmern uns um dieses Barbarenlager später, habe ich gerade beschlossen. Geht es hier oben weiter? Nee, aber ich nehme gerne die Felder trotzdem mit. Da freue ich mich immer. Gegen Marineeinheiten. Es ist die Frage, ob wir ihn nicht zurückholen wollen, weil er mir so wertvoll ist, dass ich ihn auf keinen Fall hier draußen verlieren möchte. Jetzt ist die Straße natürlich
the way to go, nicht wahr? Weil hier einen Hafen zu bauen, so schnell kriegen wir das nicht hin. Deshalb bauen wir bis hierhin. Wir sehen, ist ja, wir gehen davon aus, dass die Galeere, die barbarische, gestorben ist. Noch nichts geplündert, das ist gut soweit. Ja, super. Wir wissen, dass wir hier safe sind. Große Bibliothek vollendet. Das hat gedauert. Hätte man fast selbst hinbekommen. Und da ist ein Bösewicht. Da gehen wir ganz schnell weg. Der zweite Frachter ist bereit. Und den schicken wir hier runter. Für 3 Wissenschaft. Wir haben gerade mal 10. Und jetzt haben wir 13. 30% Wissenschaft gepusht. Das ist doch was. Sind ja auch unterwegs, sicherzustellen, dass da sonst nichts passiert. Hängende Gärten. Mm. Nahrung plus 6. Kultur plus 1. Ha. Karawane können wir noch nicht bauen. Krieger, Siedler. Siedler müssen wir halt bald mal bauen. Eigentlich jetzt dann. Noch 9 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Wir müssen einen Siedler bauen. Alles auf Pause. Was bringt's auch? Noch 13 Runden, bis wir dann plus 10% Wachstum in der Hauptstadt bekommen. Und da können wir dann ordentlich stacken. Wir haben schon 10% Wachstum durch ein Wunder, wenn wir dann noch das andere Wunder bauen würden. Oh, shit. Das war's dann hoffentlich nicht. Überlebst, bitte, bitte. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt kriegst du von hier noch einen drauf. Zack, oh. Versteckel dich da oben. Okay, hier haben wir alles, was wir brauchen. Wir gehen direkt hier runter. In 6 Runden ist der Siedler fertig. Geht direkt hier runter, um die Straße dann fertig zu bauen. Botschaft für 1 Gold, ja. Okay. Wir halten ihn hier in Schach. Er kann hier nicht vorbei. Du bleibst hier oben erstmal. Er kann nicht fliehen. Er muss sich uns stellen. Und jetzt gehen wir nochmal eins zurück, um von den Bogenschützen nicht angegriffen zu werden. Dann gehen wir direkt hier hin. Gehen hier eins hoch, um von den Bogenschützen nicht angegriffen zu werden. Du kannst auch gegen Marineeinheiten einen Bonus holen. Und dann steht ihr da zu zweit hoffentlich sicher. Hier kommt doch kein Bogenschütze her und greift euch an. Nein, so ist es nicht. Du erkundest als gesündere Einheit erstmal die Lage. Ihr bleibt schön in Küstennähe. Du baust die Straße. Nächste Runde. Wir haben 2 Frachter am Start, die frachten und nicht angegriffen werden. So möchte ich das. Wir haben keine Zeit für Krieg. Noch keine Armee. Okay. Wir sollten unsere Schiffe in sichere Hafen bringen können. Siedler ist fertig. Wir gehen auf hängende Gärten. Ich finde gut. Ich finde die hängenden Gärten gut. Wir gehen rein. Er sagt hier. 1, 2, 3. Hier wäre... Hier statt hier? Ich weiß nicht. Lieber hier wegen des Bergs in der Nähe, oder? Da kommen wir überall hin. Ich würde hier sagen. Das soll ja alles sicher sein. Wir würden es das. Oh, es blockiert euch natürlich. Top. Straßennachmod ist abgebrochen. Aber wir haben ja Zeit. So, du bist sicher wieder in sicheren Gefilden. Genauso wie es bei dir der Fall ist. Du kommst auch in die Stadt, um noch schneller heilen zu können. Du wartest vor den Häfen, Straße und zack, die Bohne. Straße ist fertig, bau noch eine. Wir haben 21 Gold pro 100, wir sind bei 500. Da können wir doch was Leckeres von kaufen, wenn ihr mich fragt. Zum Beispiel noch einen Bautrupp, einen Bogenschützen, Krieger, Siedler, Speer, Triere. Schon ein Schrein, oder? Oder wir warten erstmal. Markt, natürlich, Bazaar. Smart wie ich bin, habe ich natürlich den Bazaar gerusht, weil das ist ja das Beste. Mal gucken, ob wir uns den kaufen können. Steht dabei, was er kostet.
Sehen wir dann gleich. Hups. Schon gesundet? Sehr gut. Dann mache ich hier weiter auf den Weg, hab ihn im Blick. Und der Siedler baut uns Medina. Medina bekommt einen Kornspeicher, nicht wahr? Wegen Bananen. Nee, Medina bekommt ein Arbeitsboot. Wegen der Fische, die als nächstes erschlossen werden. Oder aber ein Leuchtturm, den man noch nicht bauen kann. Nun gut. Wir behalten unser Geld und kaufen Mekka in einem Basar, sobald es möglich ist, um noch mehr Gold zu pushen. Gold pro Runde. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Ohne mich. Gut. Wir werden ganz viel Geld in die Hand nehmen, um das hier zu verhindern. Oh ja. Oh ja. Da tut es mir leid in einem Basar, aber das ist, nichts. Boah, haben wir. Wäre fast hier, hätten wir auf die Straße bestanden, wären den Umweg gegangen, hätten wir das nicht mehr hingekriegt. Uiuiuiuiui. Jetzt müssen wir noch sicherstellen, dass hier sonst nichts geschabernackt wird. Hm. Wir sehen ihn. Und wir gehen hier ein bisschen zur Seite. Er macht nichts. Der Bogenschütze ist safe. Der ist da gefortified. Machen wir gar keine Sorgen mehr. Hier sind wir zu zweit. Währung ist fertig. Sehr gut. Jetzt Maschinenbau bringt den nächsten Handelsweg. Und der Kompass wäre natürlich auch gut. Aber wir nehmen die Optik des Leuchtturms wegen und vielleicht sogar des großen Leuchtturms wegen. Und auch Wassern. Dass wir hier über Wasser zu den anderen Städten können, ist mir viel wert. Dann können wir eigentlich relativ sicher sein, dass bis auf ihn hier keiner mehr jetzt was baut. Wir können die Gelegenheit nutzen, hier noch ein bisschen mehr zu erkunden, wenn wir schon dabei sind. Haben die Straße hier dann in wenigen Runden fertig. Können neue Politiker einführen. Wir nehmen Wachstum. Wir haben noch 4 Zufriedenheit. Da müssen wir bald ran. Du kannst dich um das Gold kümmern und du kannst die Straße fertigstellen. Und was machen wir mit dir? Wenn wir hier offene Grenzen hätten, könnten wir hier durchhuschen, ne? Wie sieht es denn auf? Nee, öffentliche Verwaltung dauert noch. Noch sehr lange. Wobei wir mit den Gilden. Wir können die Ostindien-Kompanie bauen, wenn wir die Gilden hätten in 30 Runden. Machu Picchu. Stadt muss innerhalb von 2 Geländen von eines Gebirges neuen Gebiet gebaut werden. Auch gut. Aber wir müssen Petra rushen. Nach der Optik machen wir die Gilden. Genau, Medina. Kann Mekka Petra bauen? Ja. Plus eins Produktion für alle Wüstengeländefelder der Stadt. Außer Schwemmland. Bringt einen extra Handelsweg und eine Karawanenstadt in der Stadt. +6 Kultur, sobald Archäologie entdeckt wurde. So, du hast nicht allzu viele Wüstengeländefelder. 1, 2, 3, 4, 5. Bei Medina waren das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blablabla. Viel, viel mehr. Aber wenn wir Mekka pushen wollen, dann wäre es schon wichtig, hier Petra zu bauen. Auch wegen +1 Kultur. Schwimmland haben wir eh keins. Und Kultur in der Hauptstadt ist auch gut. Machen wir das zuerst. Wir ziehen das den hängenden oder hängende gerne noch 10 Runden. Basar würde ich gerne kaufen, aber das dauert noch lange. Freier Garten, Kultur +1. Wir nehmen Petra vor. In der Hauptstadt, auch wenn es nur 1. Gilt das hier als Wüste? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oder? Mal gucken. Plus eins Produktion. Oder doch, aber bis Medina das gebaut hat. Da ist es weg. Wir müssen es in Mekka bauen, glaube ich. Medina hat keine Chance, das so schnell zu bauen. Wenn wir dich hier reinbringen, kostest du dann nichts. +20 pro Runde. Großer Leuchtturm vollendet. Dann fällt der schon mal weg für uns, aber das ist halb so schlimm. Wir
Andererseits, wenn ihr zu zweit euch auf den Weg macht, die Welt zu erkunden, dann ist das sicherer für euch beide. Macht das mal. Die Goldminenproduktion läuft an. Wir sind hier dabei. Tippitoppi. Schnippi-Schnoppi. Alles Karotti. Ich würde mich auch dafür interessieren, was hier oben noch auf uns wartet. Hier haben sie das Barbarenlager entfernt. Ist auch gut. Okay, ihr werdet mal kurz eben euch trennen müssen. Geht nicht anders. Optik-Schmoptik. Bogotá, feindlich gesinnt, warum auch immer. Straße ist. Soll, ja, ist verbunden. Baue hier noch eine Straße hin, denn dort wird demnächst unsere nächste Stadt entstehen. Der Frachter wird den Weg nach Budapest weiterhin antreten. Sripada. Zufriedenheit können wir sehr gut gebrauchen. Straße. Den Norden komplett erkunden, soweit es uns möglich ist. Es kann ja sein, dass ich ja drei Felder von Mekka entfernt bin, ich wissen, was da auf uns wartet. Barbarenlager entdeckt. Ganz woanders. Oh, das ist doch bestimmt ein neuer Kontinent. Galeere. Wir gehen ein bisschen zurück. Wir wissen aber, dass da was wartet. Ja, auch neuer Kontinent, neuer Stadtstaat, bringt auch ein bisschen Geld. Wir haben 400, wir wollen den Bazar kaufen. Noch 200 Gold. Ja, 10, 11 Runden, bis wir es machen können, dann ist Petra auch fertig. Aber passt doch dann. Wellington, das sind wir die Ersten. Wir haben wieder ein paar Runden gespart mit dem Bazar. Hier oben ist der Nordkap. Wo ist das Barbarenlager? Hier irgendwo in der Mitte. Okay. Wir gehen raus. Du bist fertig, okay. Die Bananen würden mir schon mehr reinlaufen als die Schafe. Andererseits ist es mir auch egal. Denn hier kriegt es ja auch plus 1 Nahrung. Straße ist ready. Dann machen wir noch die Straße hier runter. Über den Berg. Das ist dann unser Bergpass. Die Insel oben ist ganz nett, aber nothing to write home about. Wir werden Gold verlieren, aber Salz gewinnen. Wir sind bei plus 7 zufrieden. Ah, nee. Wir verlieren gar kein Gold. Erster Krieg zwischen Rom und Siam. Straße nach hier. Oha, du hast doch nicht vor hier irgendwie. Du spähst nur. Ja, ich hoffe mal, es bleibt so. Und da geht es nicht weiter. Ist auch okay. Kein Interesse an Krieg. Dann schau mal, dass du hier zurückkommst, ohne dir weh zu tun. Das sollte machbar sein. Und wir bestätigen, dass der Frachter weiter für 4 Wissenschaft pro Runde. Ja, Wissenschaft ist echt. Gerade für die Katz. 4 von 18. Steht ja schon sein Handelsweg mit Petra gebaut in Mekka. Werden die hängenden Gärten fertig bauen. Und haben eine Karawane, die wir nach Cusco schicken können. Auch für 4 Wissenschaft und 5 Gold. Medina könnten wir pushen mit Nahrung wegen unseres Kornspeichers. Das wird aber erstmal nicht der Fall sein. Da ist meine Goldwissenschaft viel mehr wert. Hier würde sich ein Leuchtturm anbieten. Bazaar kann man in einer Runde kaufen. Das merken wir uns für Mekka. Fangen die Fische. Kaufen den Bazaar. Zivilisation Siam hat die Hauptstadt verloren. Krasse Mato. Und er denkt hier noch ein bisschen. Gold gegen Pferde und nee, gegen Pferde, nee. Ich würde gerne mehr Luxusressourcen haben, also langsamer, sicher. Wird das ein Ding? Wer hat denn was? Wir haben 4 Gold. Ja, Pferde, Wale,
Krabbenperlen, aber nichts doppelt. Nichts doppelt. Da haben zwei Marmor. Sie haben gar nichts mehr. Nun gut. Ja, wir nehmen das Geld mal auf die Hand. Hat gerade die Hauptstadt verloren und kauft mir Luxusressourcen ab. Nun gut, muss er wissen. Wo will man denn hin? Was sehen wir denn hier alles? Sehr gut. Hä? Wieso bist du da? Ich hab dich doch nicht dahin. Hab ich dich dahin geschickt? Ich hab dich nicht dahin geschickt. Hier ist immer umgedreht, weil es Barbaren gab, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie Karibik. Wohin des Wegs? Hier drin sind wir ja sicher. Lass uns. Ja, ich bin lieber alleine, danke. Ich mag nicht mit dem Stärksten auf der Welt mich anlegen, nur weil ich dir hier schöne Augen mache. Wir gehen wieder an den Eingang unseres Golfs. Ist ja quasi ein Golf. Und können mit unserem Bautrupp hier bestimmt noch tolle Dinge machen, wie zum Beispiel die Banane abbauen, wenn Medina sich denn dafür entscheiden würde, die auch in ihr Staatsgebiet anzunehmen. Da machen wir mal Nägel mit Köpfen. Dank Geld. Nächste Runde. Hängende Gärten. Ein Wunder nach dem anderen wird hier gebaut. Gut, dass wir Tradition haben. Wir können auch keine Plantage errichten. Natürlich nicht. Wer hat das denn gesagt, dass wir das könnten? Kalender. Wir haben noch keinen Kalender. Wir haben noch keinen Kalender erforscht. Und noch nicht mal die Schrift. Wir können noch nicht mal schreiben. Wir werden bald die Ostindien-Kompanie gründen und können noch nicht mal schreiben. Jetzt habe ich alles gesehen. Apropos schreiben. Sollen wir das Mausoleum noch mitnehmen? Ich glaube, es ist eher Zeit für einen Bogenschützen. Wie wäre es damit? Lass mal Bogenschützen bauen. Was eine Kaserne ist, wissen wir noch nicht. Nicht wundern. Was können wir da noch machen? Ohne Fluss. Kein Bauernhof, nicht wahr? Ja, können wir hier nochmal ein bisschen entlang. Ich glaube, hier sind wir auch umgekehrt, weil es ein Barbarenschiff gab, das wir sehen wollten. Eine Mine können wir errichten. Ja, mach das mal. Bogenschütze ist schon fertig. Nice, dann bleib doch da direkt. Wir können mit der Mundsanstalt unser Gold zu noch mehr Gold machen. Das lohnt sich doch, wenn ihr mich fragt. Wird bestimmt irgendwo so eine Top 10 Gebäudeliste geben. Da taucht die Münzanstalt bestimmt nicht auf. Aber in dem Fall passt es. Wenn wir nicht gerade in der Lage gewesen wären, die Ostindien-Kompanie. Handelswege plus 2. Benötigt einmal, ich meine, desto höher sind die Kosten. Handelswege. Andere Spieler zu einer Stadt mit einer Ostindien-Kompanie bringen dem Stadtbesitzer 4. Und 2 für den Handelsweg. Das machen wir. Wenn wir den Bazar hier bauen könnten. Das ist aber erst in 357. Ich muss gerade überlegen, wie die Zahl heißt. Gold der Fall. Wir entdecken den Kalender. Mit auch mal Zeit. Und haha, Zeitkalender. Sind hier. Wir gehen nochmal hier runter und hoffen, dass wir noch mehr entdecken können. Und sehen, dass es hier wieder zum Nordpolarmeer dünn wird mit der Luft. Und wir gar nicht so viel noch entdeckt haben. Also, wieder zurück. 6 Goldbrunnen, wie wir es mit schieben. Ein Goldbrunnen mehr ausgehandelt. Goldenes Zeitalter, dass ich das noch erleben darf. Straße ist fertig. Dann noch mehr Straße. Nee, hier. Hier können wir nicht bauen, ne? Das ist. Hier wollen wir nicht. Und Budapest 1, 2, 3 wird auch nicht funktionieren. Also geht's eigentlich nur hier oder hier. Und im Anbetracht, auch wenn wir dann
Ach, was habe ich mir dabei gedacht? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Geht nur hier oder hier. Wenn wir auf den Schafen bauen, bekommen wir das Gold. Super viel wert, aber wir haben noch eine weitere Stadt hier innen drin. Deshalb will ich, glaube ich, schon auf das Gold hier verzichten, um dann Singapur und Bratislava ansteuern zu können. Andererseits, ich meine, Wellington. Pff. Nee, brauchen wir alles nicht. Dann doch lieber hier, ne? Sind wir auch weniger angreifbar. Ja, probieren wir mal. Nächste Runde. Kann das wäre so. Wo waren die Bösewichte? Sind die angegriffen worden? Nun gut. Ja, bringt ja nicht viel. Ich würde vorschlagen, wir bauen hier noch eine Straße, dann können wir nach Budapest große ausbilden und Schmuck ans Handelsnetz. Außerdem sind sie zornig. Die können uns egal sein. Die Schrift wird entdeckt. Dauert zum Glück nur zwei Runden. Dann sollten wir auch ein bisschen mehr Wissenschaft hoffentlich bekommen. Dann bauen wir hier keine Straße. Was wir hier noch machen, ist ein Handelsposten in der Wüste. Da schau her. Und die Ostindien-Kompanie können wir noch nicht bauen. Stonehenge, 8 Runden für 5 Glauben. Auch nicht verkehrt. Leuchtturm bringt mir eigentlich nichts. Schrein, 2 Runden. Ja, komm, wir spielen noch ein bisschen auf Religion. Auch wenn wir sehr spät dran sind. Kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem noch. Was bringt? Wir haben noch Ruinen, unentdeckte Ruinen. Da müssen wir mal hinschicken, Fallen stellen. Du. Geht dahin. Viel Erfolg. Was soll schon passieren auf der weiten Reise? Hierhin, jawohl. Nächste Runde. Spannend hier. Hier machen wir einen Handelsposten. Gold ist immer gut. Bazar haben wir ja schon. 550, 584 Gold. Das heißt, der Bazar für Medina solle bald drin sein. In 3 Runden. Bronzeverarbeitung. Vielleicht will man noch ein bisschen Eisen in der Wüste. Jetzt können wir noch bestimmt Dschungel entfernen in 3 Runden. Brauchen wir auch, um dann die Bananen anzubauen. Der Frachter wird weiterhin nach Budapest für 10 Gold geschickt werden. Stonehenge vollendet. Das haben wir gerade bauen wollen, ne? Boah, wegen 8 Runden. Das Mausoleum. Nee, dann gib mir einen Schrein und eine Bibliothek. Auf Leuchtturm warten wir noch. Ungutes. Politik einführen. Wir schließen die Tradition ab. Jeder Stadt plus 15% Wachstum, ein Aquädukt und weniger Unzufriedenheit. Wir sind bei plus 3 und sind bei plus 9. Tippitoppi. Ich glaube, mehr als 4 Städte werden wir auch nicht gründen. Dann passt das doch. Genau, die 4 Städte reichen, um die reichste Nation der Welt zu werden. Bronzeverarbeitung in 2 Runden. So lange warten wir hier einfach auf dem Feld. Und gehen wieder hier hin. Auf einem Pferdegold kann 8 Gold. Wie wär's mit 8 Gold pro Runde? 7 Gold pro Runde. Tipptopp. Dort hinab. Neuen Kontinent entdeckt. Plantage, endlich mal. Reederei, Bauwesen. Wo wäre denn das Aquädukt überhaupt gewesen? Haben wir jetzt ein Aquädukt, ohne dass wir Maschinenbau haben? Schon, oder? Ja, cool. Dann, Bazar, habe ich schon wieder vergessen. Können wir die Ostindien-Kompanie bauen, aber nicht hier. Wir bauen hier eine Bibliothek oder einen Schrein. Wir bauen einen Schrein. Und
Die Ostindien-Kompanie wird auf die Bibliothek warten müssen. Ja, das ist mir wichtig. Was mir auch wichtig ist, ist genügend Pausen zu machen und genügend zu trinken. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. In der nächsten Folge schauen wir, ob wir unsere nächste Stadt gründen, was für Wunder wir noch bauen und wie wir unser ganzes Geld ausgeben. Bis dann, euer Egon Sonn.